Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Schockschwere Not, da sah es doch so aus, dass ich nicht weitermache, weil momentane PC-Probleme mir Begründungen dafür auflegten und jetzt muss ich doch nochmal vorproduzieren und das auch noch auf kürzesten Zeitraum. Wer hätte gedacht? Lange Rede, kurzer Sinn, heute kommen zwei kurze Folgen, also heute und morgen kommt eine kurze Folge Borderlands und kurze Folgen von Projekt Rayman. Dementsprechend wird es wahrscheinlich sein, ja, nochmal ein paar kleine Leben sammeln und dann weitermachen. Gut, wie dem auch sei. Wir machen auf jeden Fall Eskulstaub oder wie das da gesprochen wird. Stab, Staub, keine Ahnung. Stab, glaube ich. Auf jeden Fall machen wir das eben schnell und gucken dann, dass wir die Hauptaufgabe in dieser DLC-Mission noch machen. Kann jetzt auch ein bisschen ruckeln gerade. Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt kommt der richtige Ladebildschirm. Okay. Schöne Tipps und Tricks, aber das bringt mich jetzt so nicht weiter, Leute, ne? Achso, übrigens, ich habe einige total verhasste Wimmelbildspiele. Ja, jetzt könnt ihr euch schon denken, was die nächste Sache ist. Ich werde demnächst ein, zwei Wimmelbildspiele anfangen. Keine Sorge, sind keine Endlosprojekte, sind endlich, aber ja. Sie sind halt total furchtbar. Also meine Empfindung nach. Ich muss mal gucken, wie sich das ergibt. Jedenfalls werde ich die demnächst auch mal durchspielen, um einfach mal zu gucken, wie die so für und an sich sind, solche Spiele. Grüße gehen raus an den YouTuber Bench. Der hat ja zum großen Teil solche Spiele auf seinen Kanal gebracht. Einige lustige, ne? Aber einige machen auch echt betroffen. Ist zwar nicht Clicker Heroes, aber trotzdem. Okay, ich reg mich gerade ein bisschen wieder auf über den Ladebildschirm. Ich glaube, ich mache einen kleinen Cut hier im Ladebildschirm. Wäre am besten, glaube ich. Eventuell. Außer es geht schnell. Entschuldigung. Aha. Was hat denn da so lange gedauert, ne? Gut, wie dem auch sei. Ich hätte etwas verraten kommen
erzählen müssen. Ich habe herausgefunden, dass eridianische Technologie seltsame Auswirkungen auf biologische Organismen hat. Wie die Sporen in deiner Lunge und der oberen Atmosphäre von Pandora. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich schwöre, dass ich nie jemanden verletzen wollte. Hector hat mir gesagt, dass er von einem besseren Pandora träumt. Ein Paradies, sagte er. Ich habe diesen Traum geteilt, aber nicht so. Der Preis ist zu hoch. Tja, ja. Also, ich habe mit ein paar Banditen über die verfluchte Spukmine gesprochen. Angeblich wurden ein paar Dahlberg-Leute verschüttet. Doch Stanton Dahl ließ die Mine versiegeln, statt sie zu retten. Kein Bandit hat sich seitdem hineingetraut. Bring mir was Hübsches mit! Wenn du in diese Mine gehst, Raider, bringst du das Fass zum Überlaufen. Ich warne dich, lass es sein. Was mir gerade einfällt, wir sind ja auf Dahl Abandon, ne? Haben wir überhaupt hier noch irgendwas zu tun? Wahrscheinlich schon, ne? Oder auch nicht. Moment, ich bin schon dran vorbei, ne? Da, Dahl Abaddon. Ach du Scheiße. Drücke lassen Aufzeichnungen, Kult der Kammer, mein... ist alles meins. Mine 191, okay. Der Weg zum Paradies. Finde Hector verlorene Aufzeichnung. Diese verschütteten Bergleute sind schon vor Jahrzehnten auf grauenvolle Weise umgekommen. Boom, verflucht und es spukt. Ich weiß das. Ich sag's nur ungern, ne? Aber ich tippe jetzt schon wieder darauf, dass es wieder solche unmöglichen Stellen sein werden. Oder unnötig komplizierte. Wie gesagt, ich will ja immer so gut wie möglich alles mitnehmen. Aber wie es die Möglichkeit sich ergibt. Sekunde, ich aktiviere den Aufzug zum Labor. Scarabeus 191 hat viele gute Leute verloren, nachdem Dahl uns da unten unserem Schicksal überlassen hat. Da wurde mir klar, dass wir selbst Hand anlegen müssen, wenn Pandora unser Paradies werden soll. Das nimmt mir niemand. Von den Toten auferstanden, Pendejos! Okay.
Also hier ist definitiv gar nichts in dem Bereich. Da muss ich auf den Rest der Map gucken. So. Nicht gucken, finde und zerstöre alle Überwachungskameras im Labor. Für die Wissenschaft. Springe in den Leichenschredder, Anatol. Bring mir die Blutprobe, damit ich das Gegenmittel herstellen kann. Ich freue mich schon, mal wieder ein menschliches Gesicht zu sehen. Jetzt muss ich auch noch auf irgendwelche Wachkameras, Überwachungskameras achten, die hier irgendwo sein sollen. Wunderbare Neuigkeiten! Bei der Nahrungssuche in einer verlassenen Anlage bin ich auf ein paar alte Dahlberg-Leute gestoßen, die an einer seltsamen Krankheit starben. Als ich ihnen erklärte, dass ich Wissenschaftler sei, empfing mich ihr Anführer mit offenen Armen. Er war sehr an meiner Forschung zu Biokuppeln interessiert. Bevor ich ging, bat er mich, seine Männer zu untersuchen und ihr Leiden zu lindern, wo ich nur konnte. Offenbar hatten sie einen Unfall in der Mine überlebt. Hier spricht Colonel Hector von der DAL 191. Die Unternehmensführung hat unsere Mühen anerkannt und uns eine Rückzugsstellung abseits des Kampfgeschehens versprochen. Heute habe ich die Position unseres neuen Postens erfahren. Die Bosse sagen, es sei ein Paradies. Der Planet heißt Pandora. Klingt nett. Job heilen, das war der Plan. Die Scarabeus Crew gegen den Plattmatten Raider. Ich hab dich da, wo ich dich hab. Schluss, kecksaugender Verräter. Du hättest deinen Platz im Paradies haben können. Hilfe für dich. Aber bei Neu-Pandora ist kein Platz für Feiglinge. Mal sehen, wie lange du den Atem anhalten kannst. Nein! Dieser Wahnsinnige pumpt das Gas direkt in die Anlage. Ich kann das verhindern. Sekunde. Eindämmungsfehler. Notsperrung gestartet. Sollte noch sicher sein. Komm zu mir, Kammerjäger. Die Kontamination abgeschlossen. Zweites Kulterkammer-Symbol hier in dieser Kammer. Oder Kabine, oder wie du es nennen möchtest. Hören!
Wasser nicht gut genug, Raider. Wenn die Arschlöcher 6 bei Skala Wirke zurückgedrückt haben. Aber es ist das Beste für meine Männer. Die glücklichen Bastarde schwärmen ständig vom Paradies. Grüne Hügel, trinkbares Wasser, nicht von Krallen zerfleischt zu werden. Ich fange fast schon selbst an, daran zu glauben. Pandora, wir kommen. Tja, ja. Aber bis jetzt habe ich auch keine Kameras gesehen, muss ich mal dazu sagen. Ich weiß allerdings auch nicht, woran es liegt, dass ich die nicht sehe. Weil ich achte wirklich auf jedes Detail aktuell. Aber hey, ich bin ganz ehrlich, ich latsche jetzt einfach mal weiter durch. Okay, ich muss mal Mikro ausmachen, Leute, sorry. Yeah.
wär's, wenn niemand kapiert, okay? Zwei Wummen zu viel. Okay, das ist Ding. Wir sollten besser weggehen. Geh mir aus der Sonne! Fast geschafft. Ah, der Nervenkitzel wissenschaftlichen Fortschritts. Stimulierend, nicht wahr? Weißt du, wenn das alles vorbei ist, nehme ich die lasziven Angebote eurer Wissenschaftlerin vielleicht an. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Lass es nicht zu sehr krachen. Das Blatt wendet sich. Endlich etwas Glück. Einer der Jungs hat ein glitzerndes, fremdartiges Dings gefunden, aber es den Bossen gezeigt. Sie haben uns allen eine Beförderung und große Grundstücke versprochen. Als ich zurück war und es ihnen sagte, gab es kein Halt mehr. Wir haben ein paar Rationen aufgerissen und es uns gut gehen lassen. Wie ein Haufen besoffener Chevermoons, die brüllend den neuen Tag feiern. Eine Sekunde. Ich lass dich rein. Cassius, du bücherlesender Mistkerl. Deine Dienste werden nicht länger benötigt. Ich bin im Notfall-Eindämmungsraum. Keine Sorge. Ich war dem Gas keinesfalls ausgesetzt und kann dir versichern, dass ich keinesfalls äußerst unaufrichtig verwende. Jetzt können wir das Gegenmittel herstellen. Dort musst du die Blutprobe deines Freundes ablegen. Scanne jetzt die Probe. Das Gegenmittel wird seine Sporen zwingen, sich zurückzubilden. Außerdem gewährt es Immunität gegen das Gas. Scanne Biosignatur. Oh Mist! Das Blut eines Freundes wurde durch den Dekontaminationsraum beeinträchtigt. Das kriege ich wieder hin. Ich kriege das wieder hin. Es bringt nichts. Wir brauchen eine neue Probe. Für alles andere bleibt keine Zeit. Öffne den Notfall-Eindämmungsraum. Ich hatte gehofft, das Gegenmittel für mich selbst zu verwenden. Aber wir brauchen infiziertes Blut. Also habe ich eine letzte Bitte. Töte mich! Ah! 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 Ah!
Wenn du mich nicht tötest, müssen alle sterben! Ich darf so nicht weiterleben! Was für ein Treffer! Ausgeschieden! Zurück! Berserker gebrüllt! Ja! Entschuldige! Ausgezeichnet! Ich bin lebendig! Durchschiebe mich! Oh, das tat weh! Das ist ein Ende! Für diese Schmerzen! Unter dir! Lass mich nicht zu diesem Monster werden! Die Blüte schnell, solange ich noch blühe! Voraussicht, Anweisungen zur Herstellung des Gegenmittels hinterlassen. Nimm mir zuerst Blut ab. Yeah. Jetzt ab damit in die treffend benannte Gegenmittelmaschine. Schnell! Scanne Biosignatur. Dieses Gegenmittel wird deinen Freund retten. Außerdem macht es dich immun gegen das Gas. Ich liebe dieses Geräusch. Das Blut dieses Mannes ist so erregend wie sein Verstand. Ich werde das Gegenmittel umgehend herstellen. Und dann wird Cassius in uns allen sein. Du hast es geschafft, Killer. Mordecai wird überleben. Erobern wir unsere Heimat zurück. Sanctuary ist noch mit der Anlage verbunden. Wir sehen uns oben. Ich würde mich nicht zu früh freuen, Raiders. Das Gas ist bereit, das Paradies kommt. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Du musst Hector aufhalten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Pandora ist gut so, wie es ist. Oh, und wenn du doch noch da bist, Kammerjäger, dann sag Hector, dass Cassius gesagt hat, friss meine Fürze. Oh nein, 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 sag ihm, Bücher sind abgefahren. Nein, warte, ich hab's. Ich verleihe ihm eine Medaille für die größte Deppenrakete auf Pandora. Punkt Cassius. Mist, die Espressomaschine ist schon wieder kaputt. Das ist schon das fünfte Mal diese Woche. Egal. Obwohl ich kein Gas entwickeln konnte, das für Menschen ungefährlich ist, bin ich überzeugt, dass ich kurz vor einem Durchbruch stehe. Und später werden die Leute sagen, Cassius, er hat es geschafft. Was für ein Kerl. Er hat Pandora in ein Paradies verwandelt. Ist dieser gut aussehende Wissenschaftler mit der Brille noch Single? Vielleicht liegen dann nicht nur Spuren in der Luft, sondern auch Liebe.
Okay, Leute. Ich habe vergessen, mir den Ton anzumachen. Wäre auch gut so. Jedenfalls, diesmal war er wirklich ein richtiger Gegner. Aber andere Sache. Ich gehe erstmal hier durch. Okay. Na gut, muss ich ja dahin erstmal. Und ja, werde zu einem späteren Zeitpunkt. Weitermachen. Weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wie ich die Kamera finden soll, die letzte. Okay, also hier hinten ist schon mal nichts. Hier in der Hinsicht gibt es aber auch nichts. Ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, die muss noch hier sein irgendwo, also, weil die waren ja hier dicht bei dicht. Da war eine. Ich fand es schon immer seltsam, dass der Erde dieses Planeten die notwendigen Bausteine für eine ausgereifte Flora fehlten. Keine Ahnung, also ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, Earth House, haut rein. Und ciao.